herzlich willkommen. Dankeschön. Meine sehr verehrten Herren, da haben wir eine imposante Runde. Und ich würde gerne aufzeigen mit Ihnen zusammen, welche Vorteile sich aus dieser Zusammenarbeit, die zwischen Siemens als Systemintegrator und GEA als Anlagenbauer für nicht nur für Sie, sondern auch für die Kunden entsprechend ergeben haben. Und wie schildern Sie denn die Beweggründe für die bestehende und gute Partnerschaft und wie Sie diese weiter intensivieren können? Vielleicht erst einmal an den Herrn Schröder und an den Herrn Hille. Ja, von unserer Seite, ich sag mal, die GEA ist Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie, also einer auch der größten Anbieter dort. Und wir wollen uns natürlich ganz klar erstmal auf unsere Prozesse konzentrieren. Das sind einfach unsere Kernkompetenzen in diesem Bereich und unsere Technologien. Und wir haben natürlich auch den Anspruch, irgendwo Technologieführer zu sein. Und hier spielt natürlich die Automation einen großen Grund. Und deswegen ist es ganz wichtig, hier halt mit einem kompetenten Partner zusammenzuarbeiten, der einfach viel Erfahrung hat, visionär unterwegs ist, international aufgestellt, mit dem man vor allem einfach mal Dinge anpacken und vorantreiben kann. Und gerade hier auch die Zusammenarbeit, jahrzehntelang mittlerweile schon, auch zwischen den Teams und den Mitarbeitern, ist da, haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Deswegen wollen wir hier auf jeden Fall auch weiter investieren und den Weg zusammen gehen. Es sind sehr schöne Komplimente, die da gemacht werden, Herr Schröder. Was sagen Sie denn da dazu? Ich sage erstmal vielen Dank, Herr Hille, auch dass wir die Möglichkeit bekommen, sowas gemeinsam hier zeigen und präsentieren zu dürfen. Unsere Partnerschaft geht ja zusammen schon ein bisschen länger. Wir haben zum einen die Vertriebsniederlassung in Münster, die Zusammenarbeit mit GEA Westfalia in Oelde, schon sehr viele Jahre lang. Und das ist für uns eine gesamte Erfolgsstory, wo wir einfach sagen, die beiden Unternehmen, die GEA Aktiengesellschaft und die Siemens AG, arbeiten Hand in Hand zusammen und jetzt eben auch in dem Bereich der modularen Produktion und das mit dem Thema MTP. Frage an den Herrn Hille, welche Bedeutung hat das Thema modulare Produktion für Sie? Ja, modulare Produktion ist jetzt nicht wirklich was Neues. Unsere Zentrifugen sind einfach Module, die eingebaut werden in große Systeme. Und das machen wir schon seit Jahren, dass wir da in SCADA-Systeme, Leitsysteme das Ganze einbinden. Aber hier ergeben sich natürlich weiter große Vorteile für uns. Und Sie sehen das auch so, Herr Dechow. Für die GEA hat sich das entsprechend wirklich als Vorteil herausgestellt, das entsprechend umzusetzen. Ja, der Dieter Hiller ist ja aus dem Bereich der Units, der Prozessunits, des Equipments, sage ich mal. Und ich bin aus dem Bereich der Solution, also im Prinzip mehr so der Systemintegrator der GEA. Und wir haben große Aufwendungen an Engineering, um Standardunits zu integrieren. Und da sehen wir den großen Vorteil, den wir haben, aus der Modularisierung, wirklich Engineering-Zeit zu sparen und auch schneller zu werden. Das heißt, Time to Market ist für unsere Kunden wichtig und wir sparen halt Zeit bei der Integration. Mhm. Und das ist der Vorteil, den wir daraus ziehen. Von daher ist es eine tolle Sache, diese frühe Partnerschaft zu kriegen und sowas voranzubringen. Es hört sich ja jetzt nicht ganz so einfach an, wenn Sie sagen, unsere Kunden haben auch teilweise Probleme, die wir zu lösen haben. Ist es einfach in der Umsetzung? Ja, man muss irgendwann anfangen. Was uns hilft dabei ist, dass es standardisiert ist, dass ein Standard dem hinterlegt ist. Denn das sichert ja die Investitionen. Wenn wir jetzt anfangen und uns selber irgendwas ausdenken würden zu dem Thema Modularisierung, dann ist das Risiko groß, dass das eine Luftblase ist und die wieder verschwindet. Aber dadurch, dass das von den Standardisierungsorganen getrieben wurde hier, haben wir eine Plattform, auf der wir sicher investieren können. Und das wird sich auszahlen für uns und hoffe für Siemens auch. Also Industrie 4.0, ein ganz großes Thema, in dem Sie aktiv sind und Themen schon umsetzen. Herr Schneiderwind, wie ist denn Ihre Meinung in Bezug auf welche Vorteile, welche Bedeutung und wie die Zusammenarbeit diesbezüglich sich entwickelt hat? Wie Herr Hille schon sagte, also das Thema Modularisierung und Standardisierung ist erstmal nichts Neues. Aber wenn wir überlegen, dass wir jetzt mit Zentralverbänden auf gemeinsame Standards gehen, dann ist das nicht nur was jetzt für GEA und auch andere unserer Kunden wichtig ist, sondern insbesondere auch für unsere Endkunden von Bedeutung ist. Denn die Modularisierung und Standardisierung von Einzelnen, die wird nie zu dem Thema Industrie 4.0 auf das Level führen, das wir uns vorstellen. Das heißt, das wird nicht ein einzelner Player sein, der diesen Standard prägt, sondern das werden im Prinzip über die Zentralverbände weltweite Standards sein müssen, auf die wir uns begeben, ähnlich wie in anderen Industrien. Und wo wir jetzt einen starken Partner mit GEA haben und das einfach mal ausprobieren, wo wir sagen, wir reden jetzt nicht mehr darüber, ist auch noch nicht ganz fertig, aber wir starten.
Wir starten und wir zeigen es hier mal. Und die Resonanz, die ich bisher bekommen habe, ist klasse. Auch danke an das Team hier am Stand, die das ganz hervorragend machen und vorstellen. Ja, genau, das ist erstens ein Applaus wert. Und zweitens, wir sehen auch hier entsprechendes Modell, das wir hier auch auf dem Stand gleich hinter der Bühne zur linken Seite abgebildet haben mit dem digitalen Zwilling. Auch von dieser Zentrifuge, die wir hergestellt haben. Und natürlich sehr, sehr imposant. Jetzt haben Sie gerade von Standards gesprochen, Herr Schneiderwind. An welche Standards denken Sie denn da und was wird bereits umgesetzt? Also erstmal geht es ja darum, dass die Linie aus verschiedensten Modulen zusammengebaut wird. Aber nicht nur von einem Hersteller wie GEA, sondern eben auch von Wettbewerbern von GEA, aber auch von Dingen, die GEA gar nicht herstellt. Und am Ende geht es ja auch um Flexibilität für unsere Endkunden, die jetzt nicht mehr sagen, in 30 Jahren baue ich die Linie mal ab, sondern die nach 2-3 Jahren schon feststellen, ich brauche vielleicht eine neue Zentrifuge oder einen neuen Separator, weil ich mit dem anderen Produkt andere Dinge machen muss. Und dann kann ich heute modularisiert etwas rausnehmen, ein anderes Modul einbauen, sodass der Platz da ist und ich kann das relativ schnell in Betrieb nehmen. Und für diese Standardisierung mit jetzt Namur, ZVEI, gemeinsam mit GEA die Funktionalitäten abzubilden, das ist, finde ich, der Teil der Standardisierung, der höherwertig ist, als wenn jeder Einzelne für sich standardisiert und dies versucht zu verkaufen, was wir in der Regel auch selten schaffen. Ja. Ja, man muss vielleicht auch ergänzen, dass Standardisierung für uns einfach ein Schlüssel sein muss, um eine offene, flexible Kommunikation zu bekommen. Nehmen wir als Beispiel OPC-OA. Da haben wir einen Standard, worauf wir aufbauen können, wo wir ein Kommunikationsprotokoll nutzen können, was herstellerübergreifend ist, bis auf die Maschinenebene funktionieren kann und eben so die Möglichkeit haben, diese Module einfach in verschiedene Systeme anzubinden, maschinennah. Und das jetzt ergänzt eben um das Thema MTP, das ist natürlich eine ganz tolle Sache, an der wir jetzt weiter arbeiten wollen. Beim Stichwort MTP, Herr Decho, was fällt Ihnen dazu ein? Ja, wie Sie schon sagte, wir verbrennen unheimlich viel Engineering-Zeit in der Integration der Units. Kommt vielleicht auch von der Konzernstruktur, dass relativ viel Technologien zusammengekauft worden sind die letzten 10, 15 Jahre. Aber insbesondere auch mit der Architekturänderung ist das eine gute Chance, das aufzuräumen und die Integration leichter zu machen. Das heißt, wir werden das, ich sag mal, Unit für Unit ausrollen und die, ich sag mal, Units MTP-fähig machen, die wir in unserem Bereich haben. Und das wird sich auszahlen. Das ist... Ja, das schön, ist schön. Schön eingeladen werden zu so einem Thema. Das kommt ja nicht von alleine, da haben beide Seiten auch viel Energie und Zeit reingesteckt. Aber es zahlt sich aus. Es wird ein Erfolg werden. Wir sind schon ganz gut unterwegs. Das hört sich gigantisch an und das hört sich so an, als wären Sie einen großen Schritt weiter. Also einen größten Vorteil, der sich für die GEA daraus ergeben hat. Wie würden Sie den beschreiben, Herr Hille, vielleicht mal wieder? Genau, also für uns als Skid-Hersteller ist heute das Problem in der Auftragsbearbeitung vor allem die Klärung dieser Schnittstelle zum Kunden. Und da ist es dann oft nicht richtig klar, was da zu tun ist. Und da gibt es dann hinterher immer wieder Zeitverzögerung, Probleme bei der Inbetriebnahme. Und da ist es für uns einfach nur wichtig, wenn wir einen Standard haben, wo wir sagen, wir können da alles reinpacken, den Prozessablauf, das Alarmmanagement, die Visualisierung, diese ganzen Dinge, ein Paket, das Ganze übergeben, das können wir fertig testen und dann funktioniert das auch. Und wir haben da nicht mehr auf den Baustellen lange Diskussionen über Schnittstellen und Inbetriebnahme. Ja. Herr Schröder, gerne. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wollte nämlich nur sagen, hören Sie das, wie begeistert unser Kunde ist von der Zusammenarbeit mit uns. Das ist ein großes Kompliment an all diejenigen, die hier im Team arbeiten, aber natürlich auch die zuarbeiten, dass das wirklich ein starkes Teamwork ist. Es ist immer schön zu hören, wenn man merkt, dass das auch funktioniert. Was sagen denn unsere gemeinsamen Kunden dazu, die Anlagenbetreiber? Vielleicht Herr Schneiderwind? Also erstmal trifft das Ganze auch hier schon mit den Kunden, die wir hier waren, auf eine gute Zustimmung. Und ich möchte auch nochmal sagen, es ist insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen ein interessanter Ansatz. Denn die Standardisierung von den Großkunden, die ist sowieso schon auf uns eingedrungen, nur dass wir eben für jeden einzelnen Großkunden deren Standard erfüllen müssen. Und das führt eben nicht zu der Optimierung der einzelnen Module bei GEA, das führt nicht zu einer einzelnen Integration oder einer Reduktion
Produktion, der ist Engineering bei der Linienintegration durch unsere Systemintegratoren. Und das führt entsprechend nicht zu diesen Produktivitätseinsparungen, auch beim Hochlauf, dass man schneller hochläuft, in der Qualität besser hochläuft, wenn man das eben so in der Form weiter betreibt. Das heißt, auch da wird sicherlich an uns herangetragen, diese Produktivität weiterzugeben an den Endkunden. Das heißt, Kostenreduktion, die wir im Engineering sehen, eben durch die Modularisierung, die die Systemintegratoren sehen, das wird dazu führen, dass am Ende das ganze Stück Anlage hochflexibel geliefert werden kann, aber auch entsprechend günstiger wird. Und das ist letztendlich der Anspruch, auch um den Industriestandort Deutschland weiterhin zu stärken. Mhm. Ja, Industrie 4.0 ist ja eine Idee, deutsch geboren, international übergegangen. Schreibt man auch übrigens international mit dem deutschen IE, weil es eben für Qualität aus Deutschland auch steht, muss man jetzt mal dazu sagen. Und der keine Idee mehr ist. Bitte? Und keine Idee mehr ist. Absolut. Jetzt habe ich hier noch das Thema Visualisierungssysteme und Zusammenarbeit mit GEA. Da sehen wir auch schön wieder den digitalen Zwilling gerade eben hinter uns. Und so schaut er real aus. Da vielleicht noch ein Punkt dazu? Letztendlich sehen wir ja in der Zusammenarbeit in der Digitalisierung, dass wenn wir modularisieren, dann können wir in diese Module auch im Engineering entsprechend die Hardware dazugeben, ein Stück Software dazugeben und in Zukunft ein Stück Visualisierung dazugeben. Und dann per Knopfdruck eben einen gewissen Teil soweit als automatisierte und generierte Software für die Visualisierung, für die Anzeige, wie auch eben auf der PLC schon von Grund auf mitbringen. Und das ist jetzt nicht nur beim ersten Mal Engineering, sondern auch im Änderungsmanagement ein Vorteil, den wir da bieten können. Und letztendlich, wenn auch unterschiedliche Hersteller in eine Linie liefern, dann wird der Betreiber, der letztendlich 10 bis 30 Jahre mit dieser Umgebung arbeiten muss, eine halbwegs einheitliche Visualisierung wiederfinden. Und das führt letztendlich zu Einsparungen über die Total Cost of Ownership bei Endkunden. Und da wollen wir dazu beitragen, mit GEA als einer der großen und hoffentlich noch weiteren, die folgen. Es ist aber nicht nur die Einsparung, sondern auch die Flexibilität, die eine enorme Rolle spielt. Herr Decho, haben Sie da ein paar Punkte dazu? Ich antworte mal auf die erste Frage, die Sie ja, leider die nicht mir gestellt, sondern Herr Schneider. Gerne, gerne. Was die Kunden wollen, die Kunden sind, fragen natürlich schon nach. Bisschen unter Industrie unterschiedlich, aber die Pharmaindustrie treibt ganz stark diese Modularisierung voraus. In der Molkereiindustrie kommt das auch. Die großen fragen auch danach in dem Markt. Für uns ist natürlich wichtig, das übereinander zu bringen. Wir wollen keine industriespezifischen Standards für verschiedene Branchen haben und denke mal, das werden wir damit auch erreichen. Dieses Thema Digital Twin, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, das ist auch ein Thema, was in Zukunft sehr stark kommen wird. Denn ich sag mal, keiner fliegt ein Flugzeug, ohne vorher in so einem Simulator gesessen haben. Aber wir machen das. Wir bauen eine Anlage dahin und sagen, lieber Kunde, jetzt steht die Anlage da und jetzt schalte mal ein, deine Trocknungsanlage oder deine Tablettenpressen. Das heißt, da hilft uns der Ding natürlich auch. Dann schauen wir mal, was passiert. Dann schalten wir mal, was passiert. Mit teuren Rohstoffen, mit teuren Produkten, mit vielleicht Umweltgefährdungen, mit Stoffen. Nein, das fährt man über einen Digital Twin zukünftig. Von daher ist das schon ein Thema, was ganz stark kommen wird. Ist ja auch in gewisser Hinsicht Flexibilität mit dem Digital Twin, weil ich flexibel mich anpassen kann, schon in der Produktion oder in der Planung des Geräts, der Anlage, für die anschließende wirklich reale Umsetzung. Ja. Also auch Flexibilität durch den digitalen Zwilling. Genau. Wie sehen Sie denn die aktuelle Lage in der Prozessindustrie? Haben Sie das Gefühl, dass dem Thema genug Aufmerksamkeit geschenkt wird? Ja, auf jeden Fall. Also wie Herr Decho das gerade schon sagte, Anfragen sind da. Es liegen teilweise Spezifikationen auch vor von unseren Kunden, die sich mit dem Thema halt beschäftigen. Und man sieht es auch, andere Kunden, die sich mittlerweile im VDMA organisieren, um einfach in Arbeitskreisen das Thema voranzutreiben, zu diskutieren. Also wir sehen da ganz klar Handlungsbedarf und der Wille der Kunden ist da. Und von Siemens Seite aus? Also wir unterstützen das. Wir wollen natürlich mit den Auslieferungen der nächsten Generationen, ob es nun DCS-Systeme sind, SCADA-Systeme, TIA-Portal, wollen wir einen guten Teil dazu beitragen, dass eben solche Module von sich aus schon einfacher parametrierbar sind, programmierbar sind, sodass das ganze Thema Hand in Hand wird und sich GEA darauf konzentrieren kann, wie die Technologie sein muss und eben der Rest von uns aus bestens zur Verfügung gestellt wird. Ich denke auch, wenn wir das Thema jetzt
noch weiter ausführen werden. Da sind wir uns alle einig, das ist erst der Anfang hier. Da werden noch viele Termine zusammenfolgen, noch viele Treffen. Ich möchte auch nochmal vielen Dank sagen an die Technik, die dort unterstützt hat. Und ich glaube, wir haben im Moment so einen Drive aufgenommen bei dem Thema. Naja, vielleicht schaffen wir es dann irgendwann mal, einen Analogeingang auch noch digital darzustellen zusammen. Ja. Das ist eine schöne Vision. Also das ist schon mal ein erstes Fazit gezogen aus der bisherigen Kooperation, die wir da miteinander eingegangen sind. Welche Schritte sehen Sie denn für die nächsten Jahre? Was kommt nach Industrie 4.0? Ja, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich sage, wenn man jetzt hier umschaut, die ganzen schönen neuen Technologien. Also ich denke mal, wir sollten wirklich schrittweise daran arbeiten, uns die Dinge vorzunehmen, wo wir auch kurzfristig für unsere Kunden Vorteile generieren können, deren Prozesse verbessern können. Das sind für mich erstmal so die nächsten Schritte. Und was dann in den vielen nächsten Jahren kommt, da lasse ich mich echt mal überraschen. Ja, ja, der Kollege Magnus Edholm, der zum Thema Digital Enterprise hier seinen Vortrag hält, der hat in seiner Folienpräsentation immer die Glasmurmel, in die er so gerne gucken würde, um zu wissen, was in der Zukunft passiert. Wir wissen es nicht, aber Sie haben definitiv ein gutes Gefühl dafür, weil Sie sind in dem Thema drin und haben auch die Vision, wie es zum Umsetzen ist. Mhm. Freuen Sie sich drauf oder ist es eher, dass man sagt, huch, was soll jetzt noch kommen? Das ist spannend, ne? Spannend, oder? Was ich, wenn ich, der Stand ist so groß, ich kann den gar nicht so übersehen, aber irgendwo ist hier bestimmt auch eine Ecke, wo es um Virtual Commissioning geht, um Prozesssimulation. Ich denke mal, dass das eine große Rolle spielen wird in der Zukunft. Dann damit können wir auch, ich sag mal, den Gesamt ich sag mal, die ganze Lieferzeit so an der Anlage verkürzen, weil wir einen Teil der Inbetriebnahme schon vorher im Werk durchführen können. Und insgesamt diese kritische Phase der Inbetriebnahme abkürzen können, wo wir, ich sag mal, weit weg der Heimat sind, mit teuren Rohstoffen, mit teuren Anlagen hantieren, dass wir das auf ein Minimum beschränken können. Also, wenn ich irgendwo drauf setzen sollte, auf eine zukünftige Technologie, glaube ich, würde ich darauf wetten. Wir wissen es nicht genau, aber das ist so das, wo ich denke, wo die Reise hingehen wird. Ja, Herr Schröder, wie sehen Sie es? Wo geht die Reise hin? Ich würde sagen, vor uns liegt wie immer viel Arbeit, aber auch viel Vergnügen, wenn ich das hier sehe, in die Gesichter blicke. Ich freue mich drauf, dass wir noch viele Projekte zusammentreiben werden und eben an diesen Technologien direkt dran sind und nicht erst abwarten, bis sie vorhanden sind. Sehr schön. Und Herr Schneiderwind, wie ist Ihre Meinung zur Industrie 4.0? Was ist die Zukunft? Also ich denke, wir können auf das, was wir momentan gemacht haben, noch ein bisschen was draufsetzen. Gehen wir mal in das Thema der Edge-Devices. Mit jedem Separator noch ein kleiner Edge-Device, der ein bisschen das analysiert, was dann GEA ausmacht, weil sie hat eine Fleet. Während zum Beispiel ein Separator bei einem Kunden nur einmal steht, kann GEA daraus ein Geschäftsmodell generieren und sagen, ich habe 100 Separatoren im Feld. Ich habe gewisse Probleme oder ich habe Optimierungen, die kann ich später anbieten. Aber wie kommen die Daten zu mir, dass ich weiß, wie ist die Performance von meinem Gerät? Und ich denke, das sind die Dinge, die wir anpacken können, wo wir auch gerne mal einen Piloten machen würden. Und ich bin mir sicher, wie wir das momentan angehen, dass wir da auch eine schöne Gelegenheit finden. Schön, das ist ein gutes Stichwort. Da sind wir zum Ende unserer Diskussionsrunde hier angekommen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihr Engagement, die Passion, dass Sie hier bei uns auf der Bühne so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie die Zusammenarbeit gelaufen ist, wie sie weiterläuft und wie die Zukunftsvision aussieht. Also einen herzlichen Applaus an Sie, ein Dankeschön, Herr Hille, Herr Decho, Herr Schröder, Herr Schneiderwind. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wenn Sie Interesse haben, diese GEA-Maschine, die Zentrifuge bei uns auf dem Stand inklusive des digitalen Zwillings zu sehen, nutzen Sie die Chance, einmal kurz umdrehen, 20 Meter und Sie stehen direkt davor. Also gerne die Chance nutzen, sich das Teil anschauen und dann aber bitte wieder zurück zur Bühne kommen. Nochmals herzlichen Dank an Sie. Vielen Dank. Dankeschön. Siemens. Ingenuity for life.